Das hatte niemand für möglich gehalten. Der beleibte Außenseiter Andy Ruiz Jr. hat die Weltrangliste im Schwergewichtsboxen auf den Kopf gestellt und Favorit Anthony Joshua brutal vom Thron gestoßen. Viermal musste Joshua zu Boden gehen, ehe ihn der Ringrichter erlöste, um daraufhin den gebürtigen Mexikaner Ruiz zum neuen Weltmeister zu erklären. Weißt du was? Ich möchte mich einfach nur bei Gott bedanken. Mann, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Und all die harte Arbeit mit meinem Team, meinem Coach. Mann, wir haben wirklich hart gearbeitet. Ich wollte beweisen, dass alle Unrecht hatten. All die Zweifler, die dachten, ich würde in der dritten Runde oder in der ersten Runde verlieren. All diese Kommentare. Aber was wissen die schon? Ich bin der erste mexikanische Schwergewichtsweltmeister. Die knapp 20.000 Zuschauer im New Yorker Madison Square Garden waren fassungslos. Der 121 Kilo schwere Underdog Ruiz hat mit diesem Sieg eine seltene Ringsensation geschafft.